Friedrich Merz, der CDU-Parteivorsitzende, der Oppositionsführer im Bundestag, derjenige, der keine Regierungsverantwortung trägt, reist als einer der ersten Bundespolitiker Deutschlands in die Ukraine mit dem Zug und spricht vor Ort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Eben nicht Bundeskanzler Olaf Scholz, nicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, nicht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sondern eben Friedrich Merz. Und die Diskussionen um diesen Besuch von Merz vor Ort sind laut und umstritten. Sagt mir übrigens schon mal in den Kommentaren, was ihr denkt. War dieser Besuch gut, ja oder nein? Ging er zu weit? Schreibt es mir in die Kommentare. So, und der Druck auf Olaf Scholz, in die Ukraine zu reisen, wächst. Und einmal mehr muss sich der Kanzler kritischen Fragen stellen, warum er noch nicht Selenskyj getroffen hat. Anders als andere Staatsoberhäupter, wie zum Beispiel Boris Johnson des UK, Ursula von der Leyen, Polens Ministerpräsident, der gemeinsam mit den Regierungschefs von Tschechien und Slowenien bereits Mitte März in der Ukraine war. In diesem Video möchte ich euch deshalb erklären, aus welchen Gründen Merz in die Ukraine reiste, was er da eigentlich wollte, warum er und seine Befürworter das Treffen für sinnvoll und gut empfinden und was seine Kritiker eigentlich zu all dem sagen und warum Olaf Scholz nicht reisen will. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, abonniert gerne. Und übrigens eine Sache noch in Eigenwerbung vorab. Mir ist es ja ein großes Anliegen, dass wir mit Respekt diskutieren und uns auch mit Respekt irgendwo streiten. Deswegen bin ich dabei, eine ganze Reihe an Logos und Maskottchen und Stickern zu entwerfen, die genau das transportieren sollen. Und das erste Respekt-Maskottchen, nämlich das Sadwich, das findet ihr jetzt mit kostenlosen Wallpapers für euren Desktop oder auch für Smartphones unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch das nämlich einfach so runterladen. Und wenn ihr Bock habt, das Maskottchen vielleicht sogar auf einer Tasse oder einem Shirt zu haben, dann schaut mal im Shop vorbei, der auch unter diesem Video hier übrigens verlinkt ist. Da kann man das dann sogar bestellen. Also schaut mal gerne vorbei und vielleicht gefällt es euch ja. So, zurück aber zu Friedrich Merz. Schauen wir uns einmal die Gründe an für seine Reise und warum es scheinbar aus seiner Sicht und seiner Befürworter gut für Deutschland sein könnte. Also, laut Friedrich Merz kommt diese Reise generell wohl auch nicht total plötzlich zustande. So gab man nämlich bekannt, dass die Reise in die Ukraine ohnehin schon geplant war, und zwar 2 Tage vor Kriegsbeginn im Februar. Es war wohl eine Einladung des ukrainischen Parlaments. Das selbst ausgesprochene oberste Ziel von Friedrich Merz: sich vor Ort erst einmal selbst ein Bild von der Lage machen und nicht nur Politik aus der Ferne betreiben, aus dem sicheren Hafen Deutschlands, sondern Selenskyj und auch die ukrainischen Oppositionellen kennenlernen. Friedrich Merz machte es sich also aus seiner Sicht zur Aufgabe, mit Selenskyj zu sprechen und sich auszutauschen über Informationen, Wünsche und Forderungen seitens der Ukraine und das dann dem Bundeskanzler Olaf Scholz im Nachgang mitzuteilen. Übrigens, was diese Wünsche, Forderungen und Co. konkret waren, das machte Merz nicht öffentlich. Die Gespräche sollen erstmal vertraulich bleiben. Laut eigener Aussage hat Merz Kanzler Scholz aber auch über die Reise informiert vorher und gesagt, hey, flieg doch vielleicht selbst hin oder fahr doch vielleicht selbst hin, besser gesagt, mit dem Zug, um dich selbst über die Lage kundig zu machen. Wie ihr wisst, hat Olaf Scholz das allerdings nicht gemacht und sozusagen abgelehnt. Was wir in den vergangenen Wochen und Monaten nun aber häufiger sehen als noch in der Vergangenheit ist, dass im Bundestag die Regierungsparteien gemeinsame Sache machen mit Oppositionsparteien, beziehungsweise vor allem mit der Union, gemeinsame Anträge beschließen. Das wurde speziell beim Antrag für die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine deutlich, denn hier verhandelten die Ampelregierungsparteien gemeinsam mit der Union über einen gemeinsamen Antrag, sodass alle 5 Parteien am Ende dem Antrag auch zustimmten. Ist ja eigentlich gar nicht notwendig, da die Ampel ohnehin die Mehrheit im Bundestag hat, aber laut eigener Aussage von vielen Abgeordneten der SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU war es ihnen wichtig, dass der Bundestag, also die Repräsentanten des deutschen Volkes, eine große Mehrheit für einen doch durchaus umstrittenen Antrag hatte. Das wird man übrigens auch dann wieder sehen, wenn es um die Abstimmung des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr geht, was ja im Grundgesetz verankert werden soll. Und dafür braucht es eine 2/3 Mehrheit, die hat die Ampel ja offensichtlich nicht. Als Olaf Scholz übrigens diese Pläne bekannt gab, also die 100 Milliarden Euro, sagte Friedrich Merz kurz darauf im Bundestag auch das hier, was wichtig ist, um diesen Kontext der Zusammenarbeit zwischen Opposition und Regierung zu verstehen. Und wenn Sie es so wollen, wie Sie das heute Morgen hier vorschlagen, dann können wir auch darüber, Herr Bundeskanzler, reden. Aber ein Sondervermögen ist nicht ein Vermögen, sondern ein Sondervermögen sind zunächst einmal neue Schulden. Und wie wir diese neuen Schulden aufnehmen und wie wir sie dann möglicherweise in unserer Verfassung verankern,
Das geht nicht allein mit einer Regierungserklärung am Sonntagmorgen zu machen. Darüber müssen wir dann in Ruhe und im Detail sprechen. Und lassen Sie mich auch dies ganz klar sagen. Lassen Sie mich hier dies ganz klar sagen. Das machen wir dann in allen Teilen gemeinsam. Nicht in der Arbeitsteilung, dass wir mit Ihnen für die unangenehmen Dinge den Kopf hinhalten und Sie in Ihrer Koalition dann unverändert weiter alle Wohltaten zulasten der jungen Generation verteilen. Herr Bundeskanzler, das machen wir dann nicht. Okay. Zu diesem Zeitpunkt wussten ja nur wenige Leute, dass das Sondervermögen überhaupt kommen soll. Noch nicht mal die Regierungsfraktion selbst im Bundestag. Und Merz sowieso nicht. Merz hatte kurz darauf natürlich verstanden, kurz nach der Rede von Scholz, dass dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist und meinte dann eben auch, ja, die Union, die ist da dabei, das finden wir gut, aber wir wollen auch mitreden, wenn es dann um andere Dinge geht. Und dieses Mitreden und dieses Zusammenarbeiten zwischen Regierung und auch Opposition und auch der Zustimmung der Opposition bei oder zumindest der Union bei einigen Gesetzen, das hat man so in der Vergangenheit eher selten gesehen tatsächlich, wenn es darum ging, dass die Union und SPD, die damalige Bundesregierung, beispielsweise Stimmen der Grünen oder auch Stimmen der Linken oder vielleicht sogar der AfD brauchten. Merz Reise soll also auch in dieses Bild eines geschlossenen Deutschlands reinpassen, in welchem über Regierungsparteien hinaus eine große Mehrheit zusammensteht. Allerdings könnte seine Reise aber auch genau das Gegenteil ausgelöst haben. Und das bringt uns zu den Kritikern. Denn die Kritiker sagen, dass sein Verhalten, oder seine Reise besser gesagt, nur noch einmal dieses Zaudern und Hadern von Scholz und der Ampelregierung hervorheben würde. Was wohl auch dadurch bekräftigt wird, da Scholz dem ZDF gegenüber sagte, dass er nicht in die Ukraine reisen würde, da das deutsche Staatsoberhaupt in Form von Frank-Walter Steinmeier vor einigen Wochen seitens der Ukraine ja ausgeladen wurde. Getreu dem Motto, wer den Bundespräsidenten nicht einlädt, kann auch den Bundeskanzler nicht erwarten. Es wäre übrigens nicht das erste Mal in der Geschichte Deutschlands, dass der Oppositionsführer ins Ausland reist, noch vor dem Kanzler, um mit einem Staatsoberhaupt sich über ja, kritische Dinge auszutauschen. So geschehen nämlich 2003 mit, Achtung, Angela Merkel, die in den USA ja den damaligen Vizepräsidenten traf. Es ging damals vor allem um den Irakkrieg. Die damalige rot-grüne Regierung war nämlich dagegen. Ein Krieg, der ja inzwischen auch als völkerrechtswidrig angesehen wird. Merkel gab damals auch ein Interview gegenüber der Washington Post, welches dann betitelt wurde mit Schröder spricht nicht für alle Deutschen, wie die Taz übrigens auch nochmal aufarbeitete. Merkel stand dann damals auch in Deutschland in der Kritik, da sie der deutschen Bundesregierung im Ausland in den Rücken gefallen sei. Friedrich Merz heute kann, genau wie Merkel damals übrigens, im Prinzip nichts versprechen, also Selenskyj nichts versprechen. Er kann zuhören und außenwirksam technisch Deutschland oder zumindest die Union repräsentieren. Mehr am Ende aber auch nicht. Und hinzu kommt, dass in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein jetzt Anfang, Mitte Mai 2022 wirklich wichtige Landtagswahlen für die Union anstehen. Gerade in NRW könnte eine Wiederwahl der aktuellen Regierung aus CDU und FDP nämlich sehr fraglich sein. Übrigens, die beiden Wahlprogramme findet ihr natürlich auch nochmal hier oben im i verlinkt. Trotzdem, parteipolitisches Kalkül wird ihm nun vorgeworfen. Im Übrigen, Robert Habeck, also Wirtschafts- und Klimabundesminister, meinte übrigens zu Merz Reise, Zitat, wäre ich in der Opposition, ich wäre auch in die Ukraine gereist. So und mal abgesehen von Merz, das muss man fairerweise auch sagen, gibt es nun auch andere Parteien, die Reiseankündigungen gemacht haben. Zum Beispiel die Linke, die nämlich Gregor Gysi sozusagen schicken will, wenn man das so sagen kann, gemeinsam mit dem Mainzer Arzt Gerhard Trabert, der übrigens ja auch erst als Bundespräsident kandidieren wollte und natürlich gescheitert ist. Auf Herrn Dr. Gerhard Trabert 96 Stimmen. Und übrigens auch Annalena Baerbock, also Bundesaußenministerin, kündigte nun an, dass eine Reise anstehen würde. Wann genau, sagte man nicht. Übrigens, Baerbock war ja schon kurz vor Kriegsbeginn mal in der Ukraine. So, hinzu kommen nun aber auch noch viele Menschen, die Merz Social Media Posts als geschmacklos empfinden. Besonders dieses Foto hier steht im Fokus. Viele kommentieren, dass dieses Foto stark bearbeitet wurde und Merz ganz bewusst vor Trümmern zeichnet mit kritischem Blick. Um etwas Kontext zu schaffen allerdings, natürlich gehört Inszenierung von Politikern immer auch zur Öffentlichkeitsarbeit dazu und nicht nur von Politikern, sondern auch generell von uns allen tatsächlich. Es gibt dazu auch ein ganz spannendes Buch oder einen ganz spannenden Aufsatz von Irvin Goffman.
das lernt man in der Theaterwissenschaft oder auch in der Filmwissenschaft tatsächlich, einer der Grundtexte, worum es darin geht oder darum geht, dass wir alle Theater spielen, dass wir uns alle zu jedem Zeitpunkt inszenieren. Nichtsdestotrotz, bei Politikern spielt das natürlich immer eine ganz besondere Rolle, aber Merz wird hier eben vorgeworfen, es würde ihm weniger darum gehen, den Menschen vorzuhelfen, sondern sich selbst eher in ein bestimmtes Licht zu rücken. Nun gut, jetzt haben wir die Pro- und Kontra-Argumente gehört. Ging Merz also hier zu weit? War es ein Schritt, der insgesamt gut für Deutschland war? Muss man ihm vielleicht sogar dankbar sein, wie es ein Journalist der Welt in einem Kommentar meinte? Oder war das etwas Negatives und nur zu opportunistischen Wahlkampfgründen veranstaltet worden? Oder ist es vielleicht auch am Ende egal? Eure Meinung jetzt in die Kommentare. So, und hier gibt es jetzt noch ein Video von mir, wo ich euch Einblicke gebe, wie es eigentlich ist, mit den Presseleuten der Linken zu kommunizieren und warum das Interview zusammen mit Janine Wissler, der Chefin der Linken, eigentlich abgesagt wurde. Schaut da gerne mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke euch fürs Zusehen und bis dann.